Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Video für dich und zwar geht es um meine Grabbelkiste/Aussortiertkiste. Also wenn du wissen möchtest, was da so drin ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Heute ist so ein Tag, ich wusel heute viel und da hatte ich irgendwie keine Lust, mich zu schminken oder Schmuck anzulegen oder so. Ich habe eben den Waschkeller und den Wäschekeller ausgesaugt und sauber gemacht und ich bin total platt und es ist so warm. Und jetzt habe ich mir gedacht, hey, setze ich mich doch mal in mein viel zu warmes YouTube-Zimmer mit den ganzen Lichtern und drehe ein Video über meine Aussortiertkiste. Denn bald ist Mädelsabend mal wieder, das heißt, die Kiste wird wieder geplündert. Dann habe ich noch ein paar Trash-Pakete, die anstehen und dann ist auch noch eine Freundin, die gerne vorbeikommen möchte und drin rumwühlen möchte und deswegen habe ich mir gedacht, drehe ich das Video jetzt mal ab, weil die Kiste ist relativ gut gefüllt und ich habe genug Futter, um euch zu sagen, was ihr euch besser nicht kaufen solltet, beziehungsweise was ganz einfach meine Sammlung verlässt. So, wir fangen einfach mal an. Also es ist wirklich allerhand da drin auch an dekorativer Kosmetik, weil ich habe in letzter Zeit ziemlich viele Schminkis gedreht und da habe ich dann auch direkt aussortieren können. Also ich mache auch diese Full Face Only Using Buchstaben Reihe, hauptsächlich um mal meine Schminksammlung an meinem Gesicht zu sehen und um dann entsprechend auch zu selektieren und das habe ich auch getan. So. Oder wenn ich halt durch meine Schminksammlung stöber und meine Pakete zusammenstelle, welche Produkte ich so benutze, sehe ich halt, welches Produkt ich bewusst nicht benutze. Und dann nehme ich es nochmal in die Hand und denke drüber nach, zum Beispiel dieses hier, warum benutze ich das jetzt nicht für den Buchstaben M? Ganz einfach, das ist die Make-up-Palette Venice Beauty von Action. Die ist mir einfach zu langweilig. Also die ist quasi sehr gut ausgestattet. Ne? Also du hast, ich habe die jetzt wirklich einmal benutzt. Ne? Du hast hier zwei Highlighter-Töne, 6 Lidschattentöne, eine Mascara, ein Augenstift. Eigentlich ist die toll. Ne? Du hast hier auch einen Spiegel mit dabei. Eigentlich eine echt gute Palette. Aber ich finde sie langweilig, weil sie haben also ne, halt wirklich Farben, die ich in jeder anderen Palette grob mit drin habe. Highlighter bashen mich jetzt auch nicht so an die Wand. Mascara ist okay, aber die gehört halt zum Set, deswegen lasse ich es drin. Den Kajal, ja, ist auch ganz nett, aber ich benutze jetzt nicht so viel Kajal und dann benutze ich den als Eyeliner und dafür verschmiert er mir einfach zu schnell. Deswegen ist diese Palette jetzt aussortiert worden. Auch eine große Palette, die ich auch schon mal verlost habe, ist die Make Your Dreams Come True Palette von Essence. Die ist jetzt auch so 2-3 Mal benutzt worden. Ja, ein paar Mal öfter, aber trotzdem, ne? Also die sieht noch relativ unbenutzt aus. Du hast eigentlich schöne Töne für Blush, Bronzer und Highlighter. Du hast viele verschiedene Lidschatten, aber dennoch nicht so gut pigmentiert, dass ich sie jetzt auch gerne benutzen würde. Hast hier dann auch einen schönen Spiegel mit dabei. Du hast ein Buch mit dabei. Du hast einen Kalender mit dabei für 2019 und 2020. Eigentlich eine ganz tolle Palette, aber ich finde sie zu klobig irgendwie. Und nicht so ansprechend, dass ich da auch nicht zugreife. Deswegen darf sie gehen. Ein Produkt, was ich aussortiert habe, ich habe es eine Woche lang durchbenutzt und fand das jedes Mal furchtbar. Die ist mir einfach zu reichhaltig. Das ist von Alverde, der Softöl-Balsam mit Bio-Mandel- und Bio-Shea-Butter für sehr trockene Haut. Ich habe zwar relativ trockene Haut, aber nicht so trockene Haut. Hat gut gerochen, hat aber wirklich einen weißen Film auf der Haut hinterlassen und du musstest es wirklich doll einmassieren. Also wenn du nicht wirklich sehr trockene Haut hast, dann macht das keinen Sinn, das zu benutzen. Und das habe ich nicht. Zwei Haarreifen habe ich aussortiert, weil ich habe ja meinen Blumi-Haarreifen. Und da verwende ich diese zwei hübschen Dinger einfach nicht mehr. Das ist einfach so ein matt-schwarzer, den habe ich jetzt aussortiert. Na, ne? Ich mag auch nicht, dass da halt diese Pixie-Viecher drin sind. Das ist mir unangenehm, genauso wie bei diesem hier. Und bei diesem hier hast du halt dieses Band mit dabei. Natürlich könnte man das Band abmachen, aber dann, funktioniert das auch nicht mehr. Ich habe versucht, damit eine Frisur zu machen, das hat nicht funktioniert. Das ist so ein Doppelhaarreifen, sieht nicht so geil bei mir aus. Weg damit. Ein Deo, was bei mir leider gar nichts bringt, ist von Nivea, das Fresh Natural 48 Stunden ohne Aluminium. Ich habe danach eigentlich mehr geschwitzt, als wenn ich das nicht benutzt hätte. Deswegen kommt's weg. Es war wirklich witzig, das zu verwenden, weil das war richtig kalt unter den Achseln, aber weg damit. Ein loses Puder von Colors habe ich aussortiert. Das ist von LR Health and Beauty. Das hat mir einfach nicht so gut gefallen. Das hat mich zu matt aussehen lassen und irgendwie hat es mir keine Freude bereitet. Deswegen darf das jetzt gehen und jemand anders glücklich machen.
Die Good Vibes, Good Memories Palette, Lidschattenpalette von Essence wird auch aussortiert. Ganz einfach, weil diese Töne habe ich jetzt in einer anderen Palette auch zuhauf drin, also in der Kiko-Palette. Das hier ist jetzt eine komplett schimmernde Palette. In der Kiko-Palette, die ich habe, auch mit 9 verschiedenen Farben, habe ich wenigstens noch ein paar matte Töne mit dabei. Das hast du hier gar nicht. Und matte Töne sind zwar ganz nett, um halt eine Transition Shade noch schön zu machen, ne? Was heißt jetzt zwar, sind halt gut dafür. Deswegen kommt die hier jetzt weg. Und das sind halt auch Töne, die hast du überall mal mit drin. Eine Palette, die ich auch in dem Trash-Paket direkt aussortiert habe, weil mir die Farben einfach nicht zusagen, ist die Miss Miami Nice Palette von Manhattan. Das ist ein Lidschatten-Quattro und da haben mir die Farben einfach nicht zugesagt. Die Farben habe ich in anderen Paletten auch noch mit drin und da mit diesen 4 Tönen einen Look zu schminken, ne. Das möchte ich nicht. Das ist nicht so meine Welt. Eine Foundation wird aussortiert, weil sie mir leider zu dunkel ist, von Love Even Elixir Serum Foundation. Lichtschutzfaktor 20. Das war die Farbe 0,35 Cent Perfect. Habe ich jetzt nochmal im Sommer ausgetestet, weil ich dachte, es wäre eine Sommerfoundation. Aber selbst im Sommer ist sie mir zu dunkel. Deswegen darf sie weiter wandern, aber sie ist geil. Noch eine weitere Foundation, die mir einfach zu dunkel ist und die sich halt immer blöd absetzt, ne, ist von Catrice die HD Liquid Radiance Foundation Longwear. Mega geile Foundation, also die hat mir gut gefallen. Aber die Farbe 030 Natural Beige ist mir einfach viel zu dunkel. Deswegen darf auch die gehen. Ich hatte schon überlegt, mir beide nochmal nachzukaufen, nur halt in meiner Farbe. Aber ich habe erstmal noch genug andere Foundation da. Auch weitergehen darf die Essence Glamo Camo Lidschattenpalette. Da greife ich einfach nicht zu. Nee, da greife ich einfach nicht zu. Sie ist cool, weil du hast hier oben die natürlichen Farben und hier unten die etwas poppigeren grünen Farben. Ist eigentlich ganz geil, aber irgendwie, die spricht mich nicht so an. Nee, deswegen darf die jetzt gehen. Tja. Leben ist hart. Ein Nagellack von Catrice darf weitergehen. Der sieht eigentlich ganz geil aus. Das ist die Farbe 47 Don't Jungle a Nail by Its Color. Das ist so ein cooles Gelb-Schimmern, ne? Eigentlich ganz geil, aber es sieht furchtbar auf meinen Nägeln aus. Gestern Abend habe ich mir die Nägel hier neu lackiert und habe den erst vorher drauf gehabt und es sah furchtbar aus. Ich habe das auch versucht, nur auf einem Nagel zu machen. Auch das sah furchtbar aus. Deswegen, nee, Gelb auf den Nägeln muss nicht sein. Da sind jetzt auch ein paar Sachen mit dabei, die natürlich aus dem Trash-Paket aussortiert wurden. Das siehst du in dem Trash-Paket selber, ne? Also nix Pigment, ich nutze keine Pigmente, deswegen darf das weitergehen. Von Catrice, diese Schimmergedöns, Radiant Glow Mist, das macht man sich auf den Körper, da habe ich später mal durchgelesen, dass man das gar nicht ins Gesicht sprühen soll. Also ich brauche nicht am Körper glitzern. Ich finde, am Körper glitzern ist einer bestimmten Berufsgruppe zuzuordnen. Ich brauche das nicht. Eine Foundation, die ich aussortiert habe, weil auch zu dunkel, ist von LA Health & Beauty die Colors Oil-Free Makeup Foundation Moisturizing Long Lasting. Und ich habe keine Ahnung, welche Farbe das ist, aber sie war mir leider zu dunkel. Hat mir leider nicht gefallen, deswegen darf die gehen. Dann habe ich auch aussortiert den Lip Primer von Dreina oder Mina. Ich habe den jetzt öfters mal verwendet und ich finde, dass der extrem krümelt. Der hinterließ auf meinen Lippen so eine Sandschicht. Das fand ich ganz furchtbar. Der war jetzt letztens in dieser Glossy Box Superbox mit drin, ne? Und der darf jetzt einfach mal weiter wandern. Bei mir funktioniert der null. Auch ein weiteres Quad, was ich aussortiert habe, ist von Maybelline Diamond Glow Eye Studio. Ich mag einfach auch echt nicht diese Quads, ne? Bin ich kein Fan von. Von Style London, das Banana Setting Powder, darf weiter wandern, weil das irgendwie bei mir nicht so funktioniert hat. Ich hatte das auch im Video verwendet. Nie. Diese Palette darf weiter wandern, weil ich da einfach überhaupt nicht zugreife. Ich glaube, ich habe sie einmal geswatcht, aber nie verwendet. Von Catrice, die The Blazing Bronze Collection Palette, die Call It What You Want. Call it what you want. Genau, nenn es wie du willst. Ne? Ich mag diese Art von Paletten von Catrice überhaupt nicht. Auch wenn viele davon schwärmen, ich mag es null. Ein Eyeshadow habe ich aussortiert. Bedhead, Cyberoptics, auch aus dem Trash-Paket. Ich mag einfach Monolidschatten nicht und das ist ein Mono. Auch das ist ein Monolidschatten und zwar von Kryolan. Auch der wurde jetzt aussortiert. Golden Pink ist die Farbe. Ich mag keine Monos. Nein.
schweren Herzens aussortiert, habe ich Oasis de Fleurs von Rituals. Das ist dieses Parfüm. Einfach, weil ich so viele Parfüms jetzt mittlerweile da habe, dass das jetzt einfach mal gehen darf. Irgendwann ist auch mal Schluss, ne? Ich habe genug. Ich brauche die alle niemals auf in meinem Leben. Das riecht schön, ne? Da denke ich vielleicht echt nochmal drüber nach. Aber, ne, das wandert jetzt weiter, glaube ich. Ich mag es eigentlich. Egal, wir gucken mal, ne? Ein Nagellack von Essie habe ich aussortiert und zwar in der Farbe Starry Starry Night. Das ist so ein Glitzer-Dunkelblau. Hatte ich auf den Nägeln, ist mir unheimlich schnell von den Nägeln runtergegangen und dementsprechend darf der jetzt weiter wandern, weil ich brauche schon einen Nagellack, der was aushält. Ne? Weil ich fummel und mach und tu und das muss halten. Bobbi Brown habe ich aussortiert, Metallic Longwear Cream Eyeshadow. Ich mag keine Creme-Lidschatten eigentlich, nicht wirklich. Ich weiß nicht. Oh. Eigentlich ist der ganz cool, ne? Eigentlich ist der ganz cool. Aber der glitzert auch echt hart, ne? Ja, da hast du richtige Glitzerpartikel mit drin. Also ich mache den jetzt nochmal so drauf, dann kannst du es auch nochmal sehen, aber... Nee. Nee. Der wird weiter wandern. Von Art Deco eine mega krasse Highlighter-Palette habe ich jetzt hier. Ja, weil da sind Highlighter-Farben drin, die werde ich niemals tragen. Da müssen wir ja mal ehrlich sein, das ist lila und rosa. No way. Also, Weder als Lidschatten noch als Highlighter werde ich die verwenden. Ein Volumizing Lip Booster von Catrice habe ich jetzt aussortiert. Eigentlich ganz gut, aber ich habe einen anderen Volumizing Lip Booster, der einfach mehr so meinen Bedürfnissen entspricht. Deswegen, ich brauche da nicht 5 Stück von. Da kann auch mal einer von gehen. Das habe ich auch direkt aussortiert. No Old Bags Allowed. Das ist ein Augengel, darf auch weiter wandern, weil ich habe ja meine... Ich habe genug Augencremes. Von Essence, die Fall Back to Nature Palette. Da habe ich auch nur einmal zugegriffen, ne? Und dann war es das. Der Herbst kommt zwar jetzt, aber spricht mich nicht so an. Spricht mich einfach nicht so an. Schöne Farben, ja. Cool ist es, dass du die gleichen Farben sowohl in schimmernd als auch in matt da drin hast. Das macht die ganze Sache auch echt schön harmonisch und so, aber darf gehen. Darf einfach gehen. Das Fußpeeling von Balea darf weiter wandern, weil ich halt für meine Füße, wenn ich sie peele, mein ganz normales Bodypeeling mit verwende. Da brauche ich nicht. Also mir ist es schon fast zu viel, dass ich unterschiedliche Sachen für Gesicht und für Körper nehme. Und wenn ich jetzt noch was Unterschiedliches für meine Füße nehme, also mir reicht es auch, dass ich eine separate Fußcreme verwende und nicht da meine Bodylotion für nehme. Ne? Aber das nervt mich dann nur noch. Das werde ich auch nicht verwenden. Von Balea die Body Butter Milk in Coconut darf gehen bei Coconut. Balea Peel-Off-Maske darf gehen, weil ich genug andere Peel-Off-Masken da habe und deswegen darf die jetzt einfach auch weiter wandern. Ich weiß gar nicht, die war auch neu, genau, darf weiter wandern. Von Max Factor ein Monolidschatten darf gehen, weil es ein Monolidschatten ist. Ja, Essence My Must-Haves ein Eyeshadow darf gehen, weil es ein Monolidschatten ist. Genauso der hier, auch ein Monolidschatten von Essence. Dieser Nagellack darf gehen, weil P2 Color Victim Nail Polish, weil ich einen von Essie habe, der sehr, sehr ähnlich zu dieser Farbe ist und der auch mir gut gefällt, deswegen darf der jetzt gehen. Kiko Lidschatten darf gehen, weil es ein Mono-Lidschatten ist. Rivalde Loop Compact Powder hatte ich mir ja mal ertrashed und ist jetzt immer noch in meiner Kiste drin, weil bislang noch keiner dieses Compact Powder haben wollte. Ändert sich vielleicht noch. Von Contour, dieser Liquid Lipstick darf gehen, weil er einfach viel zu austrocknend ist. Der gefällt mir einfach nicht, deswegen darf der mich verlassen. Die Clinique Lash Power Mascara darf gehen, weil sie mir einfach zu wenig ist. Die hatte ich auch mit dir zusammen in einem Video getestet. Von Catrice Luxe Chrome Foil Effect Polish. Sah ganz cool auf den Nägeln aus, weil das halt wirklich so chrom auf den Nägeln drauf war. Aber auch das war viel zu nicht widerstandsfähig. Ja, deswegen durfte der auch gehen. Von Yoko ein Blush darf gehen, weil der einfach viel zu dunkel ist. Also, ich meine, ne? Der sieht wirklich sehr, sehr dunkel aus und irgendwie spricht er mich nicht so an und sehr, sehr schimmernd. Der hat richtig krass Goldschimmerpartikel mit drin.
nein, nein, nein. Ein Monolidschatten von MET Make-up darf gehen, weil es ein Monolidschatten ist. Das ist meine Begründung. Essence Hip Girls Wear Blue Jeans Highlighter Stick darf gehen, weil es ein Stick ist und ich einfach keine Sticks mag. Also, ne, das ist halt ein richtiger Stick. Der ist ganz schön und so, aber ne, ich benutze Puder. Das gefällt mir einfach besser. Rival de Loop Young Superfruits Lip Balm darf mittlerweile jetzt auch gehen, weil ich habe es wirklich versucht, gerne zu verwenden, aber das riecht auch gut. Aber das Problem ist, dass es ein Pöttchen ist. Ich hasse es, mit meinem Finger in solche Creme-Pöttchen reinzugehen. Kriege ich Gänsehaut von, deswegen durfte der jetzt auch gehen. Von Rival de Loop Young. Das hier ist ein richtig krasser pinker Lippenstift. Auch der wurde ertrashed und darf auch weiter wandern. Von Essence Camouflage Plus Concealer habe ich mit dir zusammen aussortiert, weil der mir einfach zu trocken war und zu trocken, zu krass, zu sichtbar. Von Essence habe ich hier einen Kajal Pencil in der Farbe 26 Beach Bum. Das ist so ein richtig schönes Blau, der darf gehen, weil ich jetzt tatsächlich einen ziemlich ähnlichen auch schon bekommen habe. Von Dr. Pierre Ricot, deswegen darf der gehen. Ich brauche keine zwei, einer reicht mir. Ja, dieser Lippenstift von Essence darf gehen, weil es ist eher ein Lip Balm als ein Lippenstift. Man sieht ihn nicht und es ist, also, du siehst ihn einfach nicht. Nein. Macht dann für mich keinen Sinn. Von Rival de Loop Young, das Little Paradise Illuminating Powder darf ebenfalls gehen. Habe ich verwendet tatsächlich sowohl als Highlighter als auch als Puder. Also getestet, ne? Als Highlighter ist er mir zu wenig, als Puder ist es mir zu glitzerig, ne? Denn an und für sich, wenn man halt so durchgeht, man hat hier richtig groben Glitzer auch am Finger. Das mag ich einfach nicht. Und das ist halt vom Highlighter-Schimmer her mir zu wenig. Es ist zu wenig. Viel zu wenig. Viel, viel zu wenig. Oh! Da kann ich meine Freundin glücklich machen. Ich dachte, ich hätte es schon weitergegeben. Nein, dann kann ich meiner Freundin sagen, ich habe es doch noch da. Sie hatte mich nämlich eben angeschrieben und gefragt, ob ich dieses wunderschöne Set schon weitergegeben hätte. Ich sage, ja, ich habe es weitergetrashed. Nö, habe ich wohl doch nicht. Okay, das ist von Revolution, dieses Cheek Kit. Ich persönlich nutze wirklich nur diesen Highlighter-Ton daraus. Die anderen drei Farben benutze ich nicht und deswegen ist es jetzt in dieser Kiste drin. Aber Maren, ich kann dich glücklich machen. Ha, da freut die sich gleich. Dann von Essence, Never Give Up Your Daydream. Diese Lidschattenpalette habe ich aussortiert, weil ich sie nicht als Lidschatten verwende. Ich habe sie ein paar Mal verwendet, aber irgendwie war das ein sehr, sehr, sehr dezenter Look. Und das entspricht mittlerweile nicht mehr dem, was ich als schön empfinde für mich. Ne? Huch, das war mir einfach zu weiß. Und als Highlighter habe ich andere Highlighter, die ich einfach mehr mag als diese Palette. Da würde ich auch als Highlighter-Palette nicht zugreifen. Deswegen wandert sie weiter. Mascara habe ich aussortiert. Von Kiko, die Long Eyes Plus Active Mascara. Die war mir einfach zu wenig. Die darf jetzt gehen. Also sie macht schön getrennte Wimpern, schön lange Wimpern, aber kein Volumen. Und das brauche ich. Dann habe ich hier von BM Beauty ein Mineral Blush. Das ist einfach so ein kleines Pöttchen. Auch den habe ich jetzt aussortiert, weil es sah mir auch nach Pigment aus, weil es auch extrem glitzert. Ich glaube auch, dass es tatsächlich ein Pigment ist, was einfach Mineral Blush heißt. Ich weiß es nicht, aber nicht meine Welt. Einen Eyeliner habe ich aussortiert, Melted Chrome von Essence. Und zwar ist das so ein weißer. Den habe ich tatsächlich auch mal getragen in einem Look. Sah furchtbar aus. Ne? Ich habe auch auf Instagram so eine Abstimmung mal machen lassen, habe ein Foto davon gepostet und die meisten haben gesagt, dass es furchtbar aussieht, deswegen darf der auch gehen. Von Wet n Wild den H2O Proof Eyeliner habe ich auch aussortiert, weil er mir einfach nicht gefallen hat, weil mir dieses Dippen einfach voll auf die Nüsse geht und ich mag einfach lieber Filz Eyeliner und der war mir einfach, damit konnte ich nicht so gut arbeiten. Dieses Bene Tim Benefit Lip Tint, wie auch immer, darf ebenfalls weiter wandern. Das hatte ich ja auch in dem Trash-Paket. Ist nichts für mich. Dann habe ich nach wie vor hier drin von Essence den Holo Wow Dewy Lip Shine. Also dieser grüne Lipgloss. Ich weiß nicht, wer den mal haben möchte. Es ist der Wahnsinn in Tüten. Es ist einfach grün. Dann habe ich hier noch ein Max & Moore Eyeshadow. Darf weiter wandern, weil es ein Mono-Lidschatten ist.
Dieser Blush von BH Cosmetics hat mir einfach... sah fleckig aus, sah dreckig aus. Mag ich nicht. Ja. Duo Cheek Color habe ich mit dir auch zusammen aussortiert. Floral Blush in der Farbe Fitchy Fun. Und, upsala, das ist ja diese Blume hier, ne? Der darf jetzt einfach weiter wandern. Da werde ich nicht zugreifen, weil ich ihn einfach nicht mag. Von Wet n Wild auch zweimal, also einmal im Wet n Wild Full Face verwendet und dann nochmal für, ich glaube, Full Face W in der Farbe Blossom Glow. Ebenfalls jetzt aussortiert. Ich mag es einfach nicht. Du hast einfach auch so einen rosa Schimmer danach auf der Haut und... ne, sieht so auf den ersten Swatch ganz schön aus, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, aber der schimmert schon rosa und ne. Ciao. Von Catrice ebenfalls ein Nagellack. Farbe 52, Another Day, Another Blue. Mag ich einfach von der Farbe her nicht so gerne. Das ist so ein metallisches Blau. Irgendwie ganz geil, aber irgendwie halt auch nicht. Ich mag lieber das metallische Lila, was ich habe. Und der darf dann einfach weiter wandern. Von W7 Absolute Lashes, diese Mascara, darf ebenfalls weiter wandern. Soll ja der Dupe zu der They Are Real Mascara sein. Nein, nein, leider nicht. Also dafür macht sie einfach leider viel zu wenig. Von Wet n Wild habe ich jetzt hier auch die Comfort Zone Lidschattenpalette aussortiert. Ganz einfach, weil ich da im Alltag nicht so zugreifen werde, wie ich es mir erhofft habe. Du kannst da schöne Nude Looks mit schminken, aber da habe ich auch andere Paletten und diese Töne, die hier drin sind, auch die schönen Petrol- und Grüntöne, die finde ich auch in anderen Paletten wieder und ich möchte nicht allzu viele Produkte noch haben. Also ja, möchte ich schon, ich habe eine Sammlung, aber ne, ist nicht so ansprechend, als dass es mit in meine Sammlung gehört. Deswegen darf sie einfach jemand anders glücklicher machen als mich. Ich brauche keine 50 Lidschattenpaletten. Das muss ich nicht haben. Deswegen kann ich auch mal aussortieren. Von Batiste das Trockenshampoo darf weiter wandern, weil es ein Trockenshampoo ist. Hatte ich im Trash-Paket. Ich benutze kein Trockenshampoo. Von Le Parfumeur Mur Gel Dusch Duschgel Extravagant darf weiter wandern, weil ich den Duft überhaupt nicht mag. Das ist mir einfach viel zu orientalisch und irgendwie ein Hauch zu männlich. Ich bin ja eher so der blumige, fruchtige Typ und oh, dieser Cremelidschatten krümelt gerade in meine Augen und macht, dass sie jucken. Ganz toll. Von Isana Duschlotion Buttermilk Cream. Auch das darf weiter wandern, weil es mir einfach zu frisch ist. Auch das war im Trash-Paket mit drin. Freuen sich meine Freundinnen drüber. Von BB, die Sommerverliebt, das fruchtige Duschgel darf weiter wandern. Aus demselben Grund, wie auch die Libyana dieses Produkt abgeflamed hat. Zu Recht. Es riecht furchtbar. Ich mag den Rhabarber-Duft auch überhaupt nicht gerne. Ja, ich habe es einmal verwendet und dann direkt aussortiert, weil es mir einfach zu sauer war. Und das brauche ich nicht unter der Dusche. Uah. Eine Humble Brush habe ich hier mal wieder drin. Ne? Immer wenn sie in Boxen sind, landet sie direkt hier ohne Umwege in dieser Box. Von Isana Professional Spülung Blond und Glanz ist hier reingewandert, weil meine Spülungsbox voll ist und ich einfach mal aussortiert habe. Ja. Ein Nagellack von Yves Rocher darf weiter wandern und zwar, weil ich genau diese Farbe in einem Quick Dry Nagellack von Astor habe und der gefällt mir unheimlich gut. Das ist ein wunderschönes Dunkelrot, was ich sehr, sehr gerne auf den Füßen trage, vor allem im Winter, aber das hier halt nicht, weil ich brauche nicht zweimal die gleiche Farbe. Und der von Astor gefällt mir sehr. So. Ich muss echt aufpassen, ich habe meinen ganzen Tisch hier zugestellt. Dann habe ich hier den Eye- und Lip-Liner von, keine Ahnung, Me Now Generation 2 aus dem Trash-Paket direkt in diese Box gepackt, weil brauche ich nicht. Leider von Tamtam, dieser Brilliant Lip Gloss Coco, ebenfalls hier in der Kiste, weil er einfach zu wenig macht. Also der ist fast gar nicht da. Also das ist, ne, ich habe Lipglosse ohne Farbe zuhauf und ne, ist halt wirklich ohne Farbe und darf dementsprechend weiter wandern. Da habe ich auch andere, die ich dann lieber verwende und der hier klebt mir einfach zu sehr. Leider. Ein paar Pinsel habe ich aussortiert. Einmal hier von BH Cosmetics, dieser Pinsel, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich damit anfangen soll. Von Wet n Wild, dieser Puderpinsel, Blushpinsel, was auch immer, Facepinsel, der sich auch schon im Wohlgefallen auflöst, obwohl ich den noch nicht allzu oft verwendet habe. Ist mir einfach qualitativ nicht so gut aufgefallen. Dann von Luvia aus dem Prime Vegan Pinsel Set. Das ist auch wieder so ein ganz, ganz dünner Pinsel. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ein Highlighterpinsel aus einem
Amazon-Pinselset, was eigentlich ganz geil aussieht, ne? Aber ich habe genug Highlighter-Pinsel, da kann der hier auch einfach mal gehen. Und von Evelyn diesen Duo-Pinsel quasi habe ich ebenfalls aussortiert, einfach weil ich dann null zugreife und weil er mir einfach von der Aufbewahrung her total unpraktisch ist, weil man stellt ihn ja irgendwo dann auf, ne? Und dann fusselt das und das nervt mich einfach. Ich möchte nicht, dass mich irgendwas nervt. So. Ja. Ein Lipgloss von Essence, der Shine 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 Wet Look Lipgloss wird aussortiert, weil ich eben genug Lipglosse habe und der ist auch ungefähr farblos. Das ist die Farbe 10 Dress Up Your Lips. Ne? Darf weiter wandern. Von Colors LR Health and Beauty ebenfalls ein Lippenstift ist das. Den habe ich jetzt aussortiert, das ist die Nummer 5, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie die Farbe heißt. Eigentlich ganz schön, aber macht jetzt auch nicht das meiste, ne? So sieht der aus. Und der ist halt sehr, sehr ähnlich zu so anderen Lippenstiften, die ich habe, beziehungsweise zarten Lippenstiften. Deswegen darf der gehen. Von Batik, dieser Lipgloss darf weiter wandern, weil er einfach zu krass holographisch ist. Den verwende ich einfach nicht, weil mir einfach das zu bam auf den Lippen ist. Das mag ich nicht. Von Essence habe ich hier einen Lippenstift aussortiert, weil ich den doppelt habe. Das ist der Long Lasting Lipstick in der Farbe Natural Beauty. Das ist so eine ganz klassische Farbe aus dieser Lippenstiftreihe, ne? Aber den habe ich jetzt doppelt und ich brauche nur einen davon. Deswegen kann der weiter wandern. Von Sleek den Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream habe ich aussortiert, weil ich da einige schon in der ähnlichen Richtung habe und der einfach zu trocken war im Vergleich zu den anderen. Einen Nagellack von Esprit habe ich hier auch eingepackt. Best of Style with Silk Extract, also mit Seidenextrakt. Und das ist die Farbe 301 Golden Love. Ich mag einfach keine goldenen Nägel. Also ich habe einen von Catrice, der so ähnlich ist, der ist aber ein Tick dunkler, glaube ich, noch. Da muss der jetzt nicht auch noch genommen werden. Ein Max Factor Smoky Eye Effect Eyeshadow Set, also die 2 habe ich jetzt hier ebenfalls drin. Das habe ich in meiner 5 Minuten Make-up Challenge verwendet. Den siehst du kaum, das macht für mich keinen Sinn. Ein Lipgloss von Rival de Lupliang ist hier mit drin, weil er mir einfach zu klebrig ist. Von Dr. Scheller eine Antifalten-Nachtcreme ist hier drin, weil ich einfach genug Nachtcremes besitze. Diese Quick Dry Drops von Rival de Lupliang sind hier drin gelandet, weil ich die von Essence nehme, den Überlack, und der ist deutlich besser als diese Quick Dry Drops. Die Quick Dry Drops trocknen mein Nagelbett auch total aus. Es sieht furchtbar aus, das mag ich nicht. Ein Lip Powder von Essence My Must Helps ist aussortiert worden, weil ich keine Lip Powders verwende. Und dann habe ich hier noch einen Lip Brush von Essence, den ich hier reingepackt habe, weil ich den bereits in Verwendung habe. Und der darf gehen. Und dann habe ich hier noch 2 weitere Proben. Und, so ist die Kiste leer. Sehr gut. Ja, das sind meine aussortierten Produkte Stand heute. Die wandern jetzt alle nach und nach weiter. Hoffe ich. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine ganzen aussortierten Plattgemacht-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!